Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Sharing is Caring. Mein Name ist Klaus Meisel von Agile Get Together und wie immer habe ich heute auch wieder einen spannenden Gast, nämlich den Daniel Jürges. Daniel ist Engineering Manager bei Halo und wir werden heute über die Themen Hiring und Organisationsentwicklung sprechen. Aber bevor wir da reingehen, Daniel, erstmal herzlich willkommen und schön, dass du da bist. Ja, danke dir. Finde ich sehr spannend, heute dabei zu sein. Ich habe auch die ersten Termine fleißig verfolgt in der Community und bin gespannt, was da noch passiert. Und freue mich. Okay, ja, ich freue mich auch. Schön auch, dass du sagst, du hast auch schon was anderes gesehen. Sehr, sehr cool. Ich habe dich als Engineering Manager angekündigt oder vorgestellt, aber vielleicht magst du noch dazu ergänzend ein, zwei Sätze sagen, wer du bist und was du so machst. Genau, also ich bin Engineering Manager, das heißt im Prinzip beschäftige ich mich mit People Leadership, so klassisch der Vorgesetzte, den man so kennt, allerdings mit einem modernen Spinning, würde ich sagen, in der Tech-Branche, also alles eher aus einer Sicht der Servant Leadership, das heißt Leute eher enablen, ihnen eher zur Seite stehen, coachen, wenn sie es brauchen und wollen. Genau, so, und das sind halt so die Themen. Mein eigener Background ist sehr technisch, das heißt, ich war auch Softwareentwickler, bin seit über 6 Jahren in dieser Firma, habe auch einen entsprechenden Background und mit der Zeit hat es sich einfach entwickelt, dass wir von einem eher kleineren Startup, also ich habe mit so angefangen, da waren 35 Leute, eher zu einem Scale-Up geworden sind mit 250 Leuten, sich die Organisationsstruktur natürlich geändert haben, es so zarte Anfänge gab, dass man vielleicht auch Teamleads braucht und nicht nur einen VP of Engineering, 40 Leute in einem 101 haben kann. Genau, und so ist das entstanden und das war auch eine ganz spannende Reise bis hierhin. Genau, und genau da spielt ja oder greift ja auch das Thema an, was wir heute besprechen wollen oder wo du uns einfach ein paar Erfahrungen mitgebracht hast, nämlich Hiring und Organisationsentwicklung. Ja genau, jetzt hast du es ja gerade schon angerissen, Startup zu Scale-Up und dann auch die Organisation hat sich verändert. Was kannst du denn noch dazu sagen? Lass uns einfach direkt reinspringen. Genau. Also wie gesagt, für mich war es halt ganz spannend, sage ich mal, das firsthand mitzuerleben. Die Firma kommt halt aus einer Zeit oder ja, sage ich mal, aus einem Bereich, wo es für viele auch der erste und zweite Job war und einfach die Leute auch extrem viel hier on the job gelernt haben. Und ja, es sage ich mal, so ein bisschen wie wenn man wirklich altert. Ne? Es gab irgendwie so eine kindliche Phase, es gab so eine Adoleszenzphase und so langsam ist man jetzt so junger Erwachsener, ne? Es gibt viele Strukturen, es gibt irgendwie Best Practices, die man mit der Zeit gelernt hat, irgendwie auch sieht, was gut funktioniert. Und das ist halt auch super spannend, das gesehen zu haben, aber auch immer noch aktiv mitgestalten zu können, wie man so eine Organisation, wie man da halt Strukturen reinbekommt, wie man sich einfach professionalisiert. Und für mich zum Beispiel auch extrem schön zu sehen, wie innerhalb der Abteilung, aber auch in anderen Abteilungen, Leute diesen Weg schon seit mehreren Jahren irgendwie gemeinsam gehen und wo man auch denkt, so krass, wie hat sich diese Person eigentlich weiterentwickelt, die hier mit mir das Hiring macht und unser People-Partner ist. Und das ist auch extrem cool zu sehen, finde ich. Ja, ist ja auch total wichtig, denke ich, wenn man auch wächst oder wenn man stark wächst, da die Strukturen und die Organisation entsprechend nachzuziehen. Ich hatte erst Ende letzter Woche auch ein Gespräch, wo mir jemand erzählt hat, ja, wir sind immer so an der Grenze 100 Mitarbeiter gescheitert, wirklich 4, 5 Mal gegen diese Mauer gelaufen, dann gingen halt immer wieder ein paar Leute raus und so nach dem 4., 5. Mal haben wir es dann kapiert, wie wir so die Kurve kriegen. Wie war das denn bei euch? Genau, also bei uns war es tatsächlich auch so, dass so in dem Bereich von der Mitarbeiter, glaube ich, war es das erste Mal, dass wir bewusst gesagt haben, okay, vielleicht legen wir hier mal eine Pause ein mit dem Wachstum so und sorgen erstmal dafür, dass die Strukturen quasi hinterherkommen zu den ganzen Hirings, die wir gemacht haben. Das war eine Phase, wo wir als Firma noch komplett gebootstrapped waren. Das heißt, es gab auch keine Investoren zu dem Zeitpunkt. Wir sind halt organisch gewachsen jedes Jahr mit vielleicht 20% sowohl in Umsatz als auch Personaldecke. Und wir haben dann aber doch gemerkt, so okay, vielleicht ist es nicht mehr damit getan, dass 1, 2 Leute am Telefon sitzen und Anrufe von Kunden entgegenbekommen, sondern vielleicht braucht es ein professionelles Ticketing-System.
Vielleicht braucht es wirklich ein Team, vielleicht brauchen wir eine Knowledge Base, die wir aufbauen müssen. Und genau, das hat halt dazu geführt, dass wir zwischendurch mal eine kleine Wachstumspause gemacht haben von einem halben Jahr, um, wie gesagt, diese Strukturen in verschiedenen Bereichen aufzubauen, auch in nicht-technischen Bereichen. Und ja, haben uns aber auch gleichermaßen quasi im technischen Bereich natürlich Gedanken gemacht, wie man das ausgestaltet. Und ich hatte es vorhin schon angerissen. Wir waren erstmal mehrere Teams. Es gab einen VP of Engineering. Das hat auch so halbwegs funktioniert, bis der VP of Engineering gesagt hat, Leute, ganz ehrlich, ich kann ja hier nicht mit 30 Leuten One-on-Ones machen. Das ist ja unrealistisch. Und genau, wir haben uns dann immer, sage ich mal, so Stück für Stück dahin geruckelt zu unserer heutigen Organisationsform. Man fängt dann, also wir haben es zumindest so gemacht, dass wir erstmal mit so einer Art soften Teamleads angefangen haben, die noch keine direkte Personalverantwortung haben, die aber die One-on-Ones gemacht haben, so ein bisschen das Sprachrohr des Teams gegenüber unserem VP of Engineering waren. Und dann irgendwann, als wir noch ein bisschen weiter gewachsen sind, haben wir gemerkt, dass es durchaus Sinn macht, und sich natürlich auch so ein bisschen den internationalen, vielleicht auch amerikanischen Standards annähert, einfach auch so ein bisschen die Themen rein technische Entwicklung, aber auch Mitarbeiterentwicklung aufzutrennen und wir quasi zwei Karrierepfade eingeführt haben. Das heißt, relativ klassisch diesen Individual Contributor Part, den man hat. Das heißt, du bist Entwickler, du kannst dich auch als Entwickler über die Senior-Rolle hinaus entwickeln, kannst bei uns zum Beispiel Staff-Engineer werden, dann mit mehreren Teams gleichzeitig arbeiten, dich über Skalierung von Systemen irgendwie austauschen und ja, da irgendwie drüber nachdenken. Aber gleichzeitig haben wir halt auch dieses Gegenstück, in dem ich dann unterwegs bin, den People Leadership, ja, wo man sich, wie gesagt, um diese Themen wie Hiring, Organisationsentwicklung, persönliches Feedback da einfach drum kümmert. So. Wie waren so, fände ich jetzt spannend, auch ja, die Reaktionen in den Teams oder die Reaktionen unter den Leuten, wenn man, wenn das ja erstmal so läuft und dann kommt eine Struktur rein und es kommt eine Organisation rein und oft tun Veränderungen auch weh oder man denkt sich, naja, das habe ich doch jetzt immer so gemacht, warum wird da jetzt was verändert? Wie waren deine Erfahrungen in dem Zusammenhang? Also meine Erfahrung war, und das hat sich dann auch in den Reaktionen der Leute um mich herum wiedergespiegelt, weil das relativ im Einklang war, das ist so ein Zeitpunkt passiert, wo wir insgesamt alle schon das Gefühl hatten, das löst hier wirklich Probleme. Und ne, wir machen jetzt keine Jobinflation, wir schaffen nicht irgendwelche Titel, damit Leute befördert werden, sondern es hilft halt wirklich in der täglichen Arbeit und es macht halt Sinn, diese Strukturen einzuführen. Gleichermaßen war es aber auch spannend, weil sich mit der Zeit zum Beispiel ergeben hat, das heißt, wir haben ein Karrieremodell eingeführt, das, wie gesagt, diese beiden Pfade beinhaltet, das auch so eine Art unterschiedliche Level hat, wo ganz klar und transparent gemacht wird, was sind die jeweiligen Erfahrungs- oder die jeweiligen, sage ich mal, Anspruchshaltungen an das Level, was muss ich tun, um vielleicht in den nächsten Schritt zu kommen, ne? Ich kann mir dann auch Feedback holen, wie sehr stimme ich eigentlich mit dem überein, was so von mir erwartet wird. Es hat interessanterweise auch dazu geführt, dass ein ja, sehr geschätzter Kollege, der auch in der Frühzeit der Firma eingestiegen ist, zum Beispiel irgendwann gesagt hat, das war jetzt eine echt gute Zeit, so, aber ich muss sagen, ich finde mich da nicht wieder. Ich habe irgendwie nicht so Lust, zweimal im Jahr 360-Grad-Feedbacks zu machen. Ja, das ist mir ja alles ein bisschen too much. Ich bin noch nicht so der Typ dafür und vielleicht suche ich mir irgendwie was dann eher so meinem Interesse entspricht. So, und das gab es natürlich auch. So, und ich finde es aber immer gut und fair, wenn man sich dann quasi als Firma mit den Mitarbeitern offen darüber austauscht und auch diese Meinung zulässt. So. Okay, cool. Jetzt hast du ja gesagt, so bei 100 Mitarbeitern war auch so eine Grenze oder so ein kritischer Wert, wo ihr gemerkt habt, das funktioniert jetzt nicht mehr, da müssen wir rein. Am Anfang hast du ja gesagt, mittlerweile seid ihr 250 Leute. Das heißt, wahrscheinlich gab es da zwischendrin dann auch nochmal die Notwendigkeit, das nachzuziehen oder irgendwie auf die veränderten Gegebenheiten dann auch anzupassen. Genau, also ich sage immer ganz gerne, also ein Jahr in dieser Firma fühlt sich nicht an wie ein Jahr, sondern eher deutlich länger, wie es wahrscheinlich in vielen Tech-Firmen oder in vielen anderen Firmen einfach manchmal so ist, weil es immer sehr viel Veränderung mit sich bringt. Und ein größerer Schritt, den wir natürlich gesehen haben, war, sage ich mal, einer der großen Kerne dieser Firma ist ja beheimatet in Hamburg. Und es gab dann aber quasi Merger mit drei anderen Firmen oder mit zwei anderen Firmen,
die in Helsinki und in Paris sitzen. Und sage ich mal, die Harmonisierung natürlich der Karrieremodelle im Tech-Bereich, diese Strukturen abzubilden, natürlich auch nochmal Dinge, die wir vielleicht in Hamburg gemacht haben, den anderen dann nicht diktieren wollen, sondern man das nochmal gemeinsam aushandelt. Ne, was sind unsere Ansprüche? Wie habt ihr das gemacht? Können wir da eigentlich gegenseitig voneinander lernen, von den existierenden Strukturen? Das war natürlich auch nochmal spannend. Und das war natürlich, sage ich mal, hat sich quer durch die Firma gezogen. Das war ja nicht nur im Tech-Bereich so, der bei uns glücklicherweise sowieso schon international war. Unsere Firmensprache war auch seit 2017 schon Englisch, weil wir einfach gemerkt haben, sonst finden wir die Talente halt nicht. Aber es hat sich natürlich auch im Customer Success durchgezogen. Auch ein Sales muss jetzt funktionieren, sage ich mal, in Europa, aber auch in Amerika. So, und ja, das war schon auf jeden Fall eine spannende Zeit. Und genau, wir haben uns dann auch gerebrandet. Das heißt, diese drei Firmen sind zu einer neuen Firma Halo geworden Anfang letzten Jahres. Und ja, man muss auch sagen, wir haben dann natürlich so ein bisschen Nachwehen gespürt, ne? Also, das funktioniert nicht so ohne weiteres. Das erfordert immer Arbeit. Aber das ist halt irgendwie auch das Schöne, dass es vielleicht kein Prozess ist, der einfach irgendwann abgeschlossen ist, sondern dass man da halt irgendwie permanent dran arbeiten muss. So. Was waren in dem Zusammenhang so, ja, sage ich mal, die größten Herausforderungen, aber vielleicht auch ja, die größten Learnings und Erkenntnisse, wenn jetzt vielleicht jemand zuhört, der vor einer ähnlichen Situation oder vor der gleichen Situation steht, was könntest du da mitgeben? Ja, das ist eine ganz, ganz spannende Frage, auf die es wahrscheinlich auch sehr viele verschiedene Antworten gibt, je nachdem, wo man den Fokus irgendwie gerade setzen möchte. Genau, ich hatte ja davon gesprochen, also es ging darum, so ein bisschen Karrieremodelle zu harmonisieren. Natürlich ging es aber auch erstmal darum, ja, gleichzeitig die Autonomie der Teams zu wahren, aber sie halt auch in diese Strukturen einzubinden. Das heißt, man diktiert jetzt nicht einfach von oben herab, für alle Teams müssen genauso entwickeln oder diesem Entwicklungsmodell folgen, sondern natürlich sollen dann noch Freiräume bleiben, dass die Teams das halt auch für sich selbst bestimmen können. So, das war auf jeden Fall ein Learning, was wir auch gesehen haben. Gleichermaßen war natürlich das Spannende, dass alle diese Teams ja auch trotzdem Teil eines Departments bei uns sein sollen, nämlich dem Product und Tech Department. Und da halt eine Struktur zu finden, wie, sage ich mal, die Teams eine gewisse Autonomie für sich, aber auch die Produkte, die sie bauen, behalten können, aber gleichzeitig auch Teil von etwas Größerem sind. Das war halt ganz interessant und wir fahren da im Prinzip diesen Tribe-Ansatz. Das heißt, wir haben einmal eine größere Zuordnung von sogenannten Tribes, die halt bestimmte Produktbereiche bei uns beschreiben und in diesen Tribes leben dann halt diverse Teams nebeneinander und arbeiten miteinander. So, und ja, da haben wir irgendwie auch mit der Zeit gemerkt, dass das ganz gut für uns funktioniert und auch die Zusammenarbeit und teilweise noch über Teamgrenzen. Das heißt, du hast vielleicht Teams in unterschiedlichen Tribes, die aber eine ähnliche Technologie benutzen. Dann haben wir zum Beispiel irgendwie auch so Meetups von allen Backend-Engineers, dass sie sich halt austauschen können zur Technologie Java und Spring Boot, wenn die halt darauf arbeiten. Genau, und das war halt auch eine Herausforderung, aber auch so ein Learning, wie man das quasi hinbekommt innerhalb einer Organisation mit unterschiedlichen Teams, auch historisch unterschiedlichen Produkten, die jetzt aber zusammen zu einer Plattform geführt werden. Sage ich mal, wie man da so schön dieses Spiel von Autonomie, aber auch so Zugehörigkeit richtig hinbekommt. Sehr cool, super spannend. Und ja, wie geht's jetzt weiter? Was sind die nächsten Schritte für euch, für dich? Wie soll sich das Ganze weiterentwickeln? Genau, ich habe ja gesagt, wir kommen ursprünglich aus einer Vergangenheit, sage ich mal, wo drei Firmen zusammengegangen sind. Wir arbeiten gerade daran, dass wir so ein bisschen wegkommen von dieser individuellen Produktvorstellung, dass, sage ich mal, jede dieser Firma ein Produkt hatte, was man irgendwie hat, sondern wir wollen quasi hin zu einem Plattformansatz. Das heißt, wir arbeiten daran, Halo als Plattform herauszubringen und all diese bestehenden drei Produkte können Teil der Plattform sein. Und woran wir aber gerade arbeiten und was, sage ich mal, mich jetzt seit knapp einem Jahr sehr stark beschäftigt, ist ein neuer Bereich. Wir sind ja im B2B-Kommunikationsbereich unterwegs und bieten Firmen da quasi Tools an, um mit ihren Mitarbeitern zu kommunizieren oder auch um sie, sage ich mal, zu Botschaft in ihrer eigenen Marke zu machen. Und da arbeiten wir quasi gerade an ja, einem vierten neuen Standbein, was, sage ich mal, so das
ja, das neue Goldstück, sage ich mal, ist, wo, sage ich mal, wir alles Wissen aus allen Firmen, von allen Standorten jetzt in die Waagschale legen, um wirklich was Neues auch als neue Firma zu bauen. Und das fühlt sich schon sehr cool an. Wir sind da sehr gespannt. So ein inoffizielles internes Launch-Date ist tatsächlich schon im nächsten Monat, wo wir das Produkt dann den ersten Kunden verkaufen können und pitchen. Und ja, so richtig los mit den ersten Live-Kunden auf unserer Plattform geht es dann wahrscheinlich im Juni, aber das wird sich noch zeigen. Also spannende Zeiten. Man weiß nicht, was kommt und im Moment ja auch spannende Zeiten, wenn man so auf die Wirtschaftslage schaut oder die Situation, die sich jetzt mit den ganzen Nachwirkungen, Ukraine-Krieg, Covid und so weiter ergeben haben, verlangsamt das Wirtschaftswachstum. Wie gehst du damit um oder ja, wie stellt sich das für dich dar? Genau, also wir tatsächlich als Firma merken auch, dass ja, unsere Kunden beziehungsweise das New Business, wie wir es nennen, das heißt ja, das Neukundengeschäft sich ein bisschen, sage ich mal, abschwächt. Und das ist natürlich für uns auch eine gewisse Herausforderung, weil wir das als Firma aus den letzten Jahren gewohnt sind, immer zu wachsen. Und sage ich mal, es ist manchmal natürlich auch einfacher, das ja mit Mitarbeitermotivation. Aber auch ja, Hiring, ne? Immer neue Leute kommen rein, alles macht irgendwie immer mehr Spaß, neue Gesichter, sehr große Dynamik. Das ändert sich jetzt so ein bisschen und es ist für mich natürlich interessant auch, sage ich mal, weil es macht meinen Job nicht unbedingt härter, aber es verändert zumindest die Natur. Wenn die Betonung vielleicht weniger auf Hiring und auf dem Aufbau neuer Strukturen liegt, sondern eher da drin, sage ich mal, ja, Leute einfach zu halten. So, und das ist aber zeitgleich zumindest für mich persönlich auch ganz gut, weil wir haben auch so ein bisschen gemerkt, also die zwei, drei Leute, die vielleicht im letzten halben Jahr gegangen sind, da sind wir dann ein bisschen defensiver geworden und sage ich mal, haben die mit externen Leuten quasi eins zu eins ersetzt, was natürlich dazu führt, dass, sage ich mal, der gesamte Aufwand für mich etwas niedriger geworden ist, wenn der Anteil an internen Mitarbeitern sinkt. Das Spannende ist aber, dass ich mich eigentlich deutlich besser um diese Mitarbeiter, die dann noch da sind oder die wir ja haben, kümmern kann. Und etwas, was ich zum Beispiel ausprobiert habe, was ich sehr empfehlen kann, wenn man in einem ähnlichen Bereich wie ich unterwegs bin und vielleicht die Chance hat, das zu tun, ist das sogenannte Stay-Interview. Also quasi das Gegenteil von einem Exit-Interview. Das heißt, man stellt ähnliche Fragen, die man der Person fragen würde, wenn sie sagt, okay, sorry. Das war ein schöner Weg bisher, aber für mich reicht es jetzt. Und ich habe das einfach mal vor ja, 3 Wochen gemacht mit den Entwicklern aus meinen Teams. Und ich fand, das waren ganz, ganz spannende und coole Ergebnisse, weil man einfach einen sehr offenen Austausch hatte, der vielleicht auch in so einem 360-Grad-Feedback nicht zustande kommt. Weil in einem 360-Grad-Feedback fragt man ja nicht, was sind Gründe, warum du die Firma verlassen würdest. So, ne? Was fehlt dir persönlich in deiner Rolle? Welche Fähigkeiten hast du, von denen du nicht glaubst, dass wir die als Firma gerade richtig nutzen oder dir die Möglichkeit geben, dich da zu entwickeln? Und genau, deshalb macht es das für mich auch gerade spannend. Und klar, es ist in einer gewissen Weise eine Herausforderung, aber ich finde irgendwie auch eine große Chance, sage ich mal, noch ein bisschen in dem besser zu werden, was zum Tagesgeschäft gehört. Klasse, ja, tolles Schlusswort. Ich danke dir recht herzlich, dass du heute hier warst, dass du uns den wirklich sehr, sehr interessanten Einblick gegeben hast. Jeder, der das jetzt sieht, ist natürlich wie immer herzlich eingeladen, zu kommentieren, seine Erfahrungen weiterzugeben, Feedback zu geben, Fragen zu stellen. Also scheut euch nicht, haut in die Tasten, schreibt Kommentare und ja, an dich, Daniel, nochmal herzlichen Dank. Ja, danke für das Gespräch. Hat Spaß gemacht. Und genau, alles, was du gesagt hast, gilt natürlich auch in meine Richtung. Wenn ihr da weiter Fragen habt, meldet euch.